dieses Experiment mit einem sinnlosen Dreckszweck und darf auf keinen Fall nachgemacht werden. Alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten. Johnny Hand ist Profi und weiß, was er tut. Glaube ich zumindest. Viel Erfolg beim Packen. Ah, ganz so. Ja, genau. Okay, das ist schlecht. Oh, Müffel, die. Oh, Bro. Okay. Und das Beste ist auch immer bei den Böllern, immer hinlegen, dann am äußersten Ende der Zündschnur anzünden, sodass du den gar nicht in der Hand hast. Aber bei dem Ding ist, da kann nichts passieren. So. Okay. Süß. Finde ich gut, dass wir so klein anfangen. Hätte mir die Tür aufgelassen, hätte das so gesehen. Weißt du, ja, ich dachte, die würde aufspringen, aber die geht so schwer. Oh, lecker, lecker, lecker. Hm, riecht gut. Okay, das wird schon ein bisschen heftiger. Das ist eine ganz kleine Kugelbombe. Oha, okay. Hast du auch Kugelblitzbombe? Nee, habe ich nicht dabei. Ja, okay. Aber hast du auch schon mal gemacht? Ja. Hast du dann zu? Ja. Auch hinlegen lieber? Ja, ja. Das wird ja jetzt nicht die Waschmaschine wegballern, das kleine Ding. Und dann müssen wir von der Seite noch anzünden. So? Ja, genau. Ja, ich hab's falsch angezündet, ich hab's gesehen. Ich hab's nicht am Ende angezündet. Oh. Oh. Aber Johnny, ja? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ding in die Luft fliegt heute. Musst du dir nicht vorstellen, du wirst es einfach erleben. Krass, ey. Hier 500 Euro. 500 Euro, geil. Ein 500 Euro Böller. Boah, die Zündschnur ist schon... Nee, oder? Brudi, die Zündschnur, die ist so mini. Ich hab ein bisschen Angst. Die ist ein bisschen länger, die geht ja noch rein. Ja, nicht, dass es hier... Oh, das Ding war schon groß. Okay, okay. Also bis jetzt... Enttäuschung pur. Ein bisschen härter das? Der ist härter, so klein? Ja. Aber das hat auch nichts mit der Größe zu tun. Das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern wie, also das habe ich gelesen im Internet, wie der Sprengstoff gepresst ist, oder? So. Auch, ja genau, wie gut das gerollt ist, wie gut das gepresst ist, ja. Was für eine Art Sprengstoff drin ist, was für eine Menge drin ist. Ist wie im echten Leben, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Ah, jetzt verstehe ich. Was für eine Weisheit. Oh nein, das Feuerzeug geht nicht mehr. Komm mal her. Du kannst auch in dieser blauen Hülle reinlegen. Da kommen ja immer die Tabs so. Hast du noch ein Feuerzeug? Ja, wir haben im Auto. Ja? Glaube ich. Das geht nicht. Ich muss mal zum Auto. Ich gehe auch zum Auto. Vielleicht habe ich noch eins im Auto. Ja, hier, ich habe auch noch zwei. Gehen sogar beide. Ich habe auch noch Böller dabei. Guck dir das mal an. Boah, geil. Bam! Also erstmal kommt mein Special Böller. Ich zeig dir mal jetzt, was ich drauf habe. Pass auf, dass er nicht gleich den entzündet. Welchen? Den anderen. Ach so. Oh. Alter! Das war nicht mal ein D-Böller. Was war das? Wieso war das so laut? Das war wegen dem... Ja, wegen Schall. Wegen Schall, wegen dem... Alter! Ich dachte kurz, der ist hochgegangen. Oh. Ja, das hat das weg. Das war ein Scheiß. Das ist sogar abgeflogen. Vielleicht sind das so ganz alte. Nein, nein, diese neuen, die habe ich beim Lidl gekauft. Ja, lass mal den anzünden und offen lassen. Lass den anzünden? Ja, okay, können wir machen. Und offen lassen? Ja. Guck mal, auf dem Boden sind da auch nochmal, können wir so reintun. In den Boden. Ohren zu halten jetzt. Ich zünd an, ja? Ja. Ohren zu halten. Gar keinen Bock. Puh. Ach du Scheiße. Süß. Was macht ihr da? Okay, wollen wir den jetzt nehmen? Ja, ist das schlimm? Da müssen wir die Tür zumachen. Okay. Der ist schon echt gut. Das ist das Härteste, was du ohne Schein hier bekommst. Krass, okay. Mach schon ein bisschen hoch. Ja. Boah! Holy shit!
Ach du Scheiße. Oh, nicht, dass wir die Tür komplett hicken und der Große dann keinen Sinn mehr macht, weißt du? Ja, aber du kannst ja auch umlegen und den Großen drunter, weißt du? Stimmt. Ja. Ja, der Profi wieder. Was ist denn der Große, wenn ich mal fragen darf? Das hier? Nee. Nee? Der Große, der ist versteckt. Ah, den hast du gar nicht in die Kiste reingelegt. Der große Pimmel ist versteckt. Wo ist der? Ah, okay, alles klar. Wir können den mal nehmen. Du musst aber rausfummeln, das ist immer eine schwere Geburt. Mach ich. Warte. Ich hab doch Dings dabei. So, rausgefummelt. Ich meine, den kannst du auch hier unten da reinlegen. Wo? In dieses Loch da, siehst du da? Ach, da. Da, genau. Ja, okay. Ich glaube, es ist Zeit für die Schutzbrille. So langsam. Ja, zieh die an, das ist die beste. So langsam kommen wir der Sache näher. Nein, zieh die an. Oh, die? Achso, okay. Du kannst doch irgendwas ins Rohr stecken und dann was draufstecken oder so. In welches Rohr? Da ist so ein Metallrohr, das mache ich auch ganz gerne. Pass auf, dann nehmen wir. Das ist gut. Bevor wir den Geschirrspüler sprengen, in den Reifen nochmal so rein, dass die Reifen so wegballern. Können wir machen, aber wir machen erstmal einen Böller in das Rohr rein. Schaffst du das hinzulegen? Ich glaube schon. Das werden wir sehen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ich will meine Hand nicht. Oh. Ja, pass auf, der hat 18 Gramm. Mamba Bamba, hallo. Und der eine vorhin hatte 5 Gramm. Wie viel? 13? 18. 18. Das heißt, der ist mehr als dreimal so stark. Ja, krass. Ja. Also der die Tür weggefegt hat, war 5 Gramm und der ist jetzt 18 Gramm. Ja, genau. Okay, in krass. Den Reifen, okay, krass. In den Reifen und danach den großen dann für den Geschirrspüler. Ich habe noch zwei große. Ich habe noch einen 60 Gramm. Oh! Und einen 100 Gramm. 100 Gramm! Den 100 Gramm würde ich schon sagen, dass wir den unter den Geschirrspüler machen dann. Ja. Und den können wir vielleicht reinlegen, der wird gleich die Tür wegsprengen. Ja, okay, machen wir. Dann machen, hast du noch so einen? Nein. Okay. Den würde ich auch nicht ins Rohr machen. Nee? Ja, ich weiß nicht, was das, wie stabil das Rohr ist und so, weißt du. Und in den Reifen oben? Dafür ist der noch zu schwach. Gott, der. Renn! Du Scheiße! Ey, das waren 18 Gramm! Ah, und der hat noch einen 100er! Ich schäme mich jetzt ein bisschen, dass ich 3 Videos gemacht habe mit Böllern. Mit irgendwelchen Drecksböllern. Kleine Mikrowelle mit mir und dann. Boah, wie das aussieht. Der Böller hat das Metall hier komplett verzogen. Guck mal hier. Guck mal. Was eine Delle. Alter, hol doch die Cam, film das. Das filmt doch hier. Achso, stimmt, ja. Nee, oder? Okay, Jetzt können wir einen 60 Gramm hier reinlegen. So einfach oben drauf. In die Reifen. Rein? Ja, genau. Ja, und vielleicht noch das Brett oben drauf. Zusätzlich. Gute Idee, Johnny Hand. Das ist der schönste Tag meines Lebens. What the fuck? Willst du den in den Reifen so hier so anlegen am besten? Jungs, dann rennt gleich, rennt. Ja. Weißt du, ich meine so. Ja. Warte, Gehörschutz. Moment, Leute. Ich will hier lebend rauskommen. In unsere Richtung hier oder? Ja, in unsere Richtung schon, oder? So. Einfach so ein bisschen nach rechts, damit die Fetzen eher so dahin fliegen. Okay? Okay. Ich hab so ein scheiß Feuerzeug, ey. Wohin sollen wir jetzt dann gehen? Am besten? Renn einfach. Du musst auch richtig schnell drauflegen, ne? Ja, jetzt! Schnell! Okay. Ach du Scheiße! Alter! What the fuck? Alter.
Es lockert schon so die Stimmung auf, oder? Alter. Oh. Zug. Ach du. Keine Worte, Alter. Junge, ich glaub's ja nicht. Hast du gesehen, wie der Reifen weggeflogen ist? Der ist 10 Meter hochgeflogen, Alter. Oh, guck mal, wie viel Eis da drin ist. Ja. Guck mal hier, die Tür. Komplett zerlegt. Oh. Jetzt machen wir den 100er drauf. Oder hast du noch einen 80er? Nee. Machen wir den 100er. Jetzt machen wir es so, wie du es gesagt hast. Wir machen die dreckige Tür. Versuchen wir abzuholen. So. Und dann. So. Unter dem Geschirrspüler so? Hä? Unter dem so? Einfach. Ja, ich schmeiß dann den Geschirrspüler einfach auf den Boden. Ach so, so willst du das machen? Ja. Nicht unten runter so legen und dann anzünden. Damit wie? Die irgendwie in die Luft fliegen. Was sagst du, Johnny? Hier sind nochmal so die ganzen kleinen Geräte. So. So. Ach du. Scheiße. Was ein Oschi, zeig mal. Monster 100. Jo. Ich würde es umlegen. Umlegen, ja? Ja, aber wir können auch drunter versuchen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, machen wir mal. Versuchen. Dann machen wir, versuchen wir es mal. Okay. Du musst so ein bisschen mittig. Ja, natürlich. Ich bin doch Profi. Wo stellen wir uns hin? Also. Wie viel hat der jetzt? 100. Ja, ich renne hinterm Baum. Okay. Gut. Ja. Wo stehst du denn immer? Ich gehe mal jetzt hier rechts in Deckung. Wer Eier hat, bleibt stehen. Ja, geh einfach hinter den Baum und da hast du ein bisschen Deckung auf jeden Fall. Ja, okay. Kannst ein bisschen drüber lunzen und wenn was in deine Richtung fliegt, kannst du ja schnell. Ja. Schnelle Reflexe, ja? Ja, okay. Hab ich. Hab ich am Start. Oh, Scheiße, mach keinen Scheiß, Johnny. Kein Scheiß. Das ist kein Böller, das ist Sprengstoff. Wieso betitelst du das immer als Böller in deinen Videos? Soll ich Tischfeuerwerk sagen? Oh, guck dir die an. Oh. Die Idee, hä? Den unten drunter zu stellen. Ach du Scheiße, Alter. In alle Einzelteile zerfetzt. Die Sache ist, wenn man live dabei ist, ist es was ganz anderes. Hast du Druckwelle gespielt? Als in den Videos. Ja, ja. Das hast du ja, dieses Feeling hast du ja gar nicht, wenn du die Videos guckst. Das mein Gott. Konzerten, wie er gesagt hat. Ja, stimmt, ja. Brutal. Ach du Scheiße. Und ich dachte, die wäre schon hart. Was? Gehörschutzaufgaben auf diesen Knall habe ich gehört. Ja, ja. Und ich war so weit weg. Bei der Entfernung brauchst du keinen Gehörschutz mehr. Ich hatte auch keinen an. Das ist okay. Wo warst du eigentlich? Ich habe dich gar nicht gesehen. Hier, okay. Hast du hingeguckt? Nein, nee, okay. Ich kann da nicht hingucken. Was ist das, eine Rakete? Ja. Wir können, ich habe den Stiel abgebrochen. Kannst du einfach in den Schnee legen. Okay. Das ist eine deutsche Rakete. Eine deutsche? Ja. Also kann ich die einfach irgendwo hinwerfen? Ja, genau. Wenn die nicht ausgegangen ist jetzt. Die geht nicht. Guck mal, das war auch schon laut so. Ja. Und ohne Gehörschutz, 100 Gramm, Alter, ich glaube, mein Trommelfell würde explodieren. Kann ich die einfach mal so irgendwo hinschmeißen? Ja, ja, klar. Krass, dass die nicht ausgehen. Du kannst aufs Wasser schmeißen in der Regel. Echt? Ja, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, danke. Und checkt Johnny Hand, Johnny Hand ab. Link in der Beschreibung in den Kommentaren. Der macht richtig harten Content hier. Du hast mich echt begeistert, Bro. Richtig. Das ist das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Ohne Scheiß jetzt. Ich habe so viele Autos zerstört, 500.000 Autos zerstört, aber das war das Krasseste. Und ich würde gerne mal ein Auto so in die Luft jagen. Aber du hast gesagt, es gestaltet sich ein bisschen schwierig. Das kann man schon mal machen in Zukunft, ja. Ja, wir gucken mal, was wir da machen. Ja? Ja. Boah. Und du weißt, wie stabil so ein Reifen ist. Dass das. Boah!